liebe Leute, hier ist wieder eure Haare und jetzt geht's weiter mit Bau den Millennium Falcon und zwar die Millennium Falcon und zwar wieder 52, liebe Leute. Ja, wie immer, erst das Heft, dann die Teilchen, sind schöne Teilchen mit dabei, ist auch ziemlich schwer dieses Mal. Und dann werden wir hier diese Teilchen erstmal angucken und dann werden wir bauen, was wir bauen können. Ja, denkt an kleine Unterstützung, also ein Daumen hoch wäre nicht schlecht, ein Abo wäre natürlich noch besser und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr einen Tipp habt und so weiter und so fort. Ich werde jetzt loslegen und ich wünsche euch viel Spaß. Also. So, liebe Leute, also die 52, schauen wir mal rein. Oh, wir haben hier ein bisschen Werbung, die tun wir mal weg. So, schauen wir mal, was uns heute erwartet. Und zwar auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis, wo dann alles drin steht oder draufsteht, drin steht, was in der Ausgabe drin steht. Auf der rechten Seite kommen wir zu einem Raumschiff-Fact-File, und zwar Imperiales Kriegsschiff, Kara-Klasse, leichter Kreuzer. Okay. Dann haben wir natürlich unten wieder die technischen Daten, die dürfen natürlich nicht fehlen. Und da wird halt wieder auf den folgenden Seiten halt erklärt, was es mit dem Schiff auf sich hat. Ne? Gut, jetzt weiter geht's mit dem Führer durch die Galaxie und zwar die Geschichte von Neimodia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, dann sieht man auch wieder auf den folgenden Seiten, ne, auf diese zwei Seiten, worum es da geht. Ne, hier haben wir noch schöne astrographische Daten und physikalische Eigenschaften. So, da blättern wir mal rum. Dann kommen wir mal zu den Geheimnissen der Raumfahrt und zwar Rettungskapseln 1. Hier seht ihr mal so eine schöne Rettungskapsel des Millennium Falcon und da wird auch noch alles erklärt, was da an der Kapsel alles so dran ist. Ja, hier noch ein bisschen mehr. Ne? Hier haben wir natürlich noch hinter den Kulissen und das Redesign des Millennium Falcon. So sollte wahrscheinlich mal aussehen oder keine Ahnung, müsste ich mir mal durchlesen. Ja, vielleicht auch tun. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der nächsten Seite und zwar der Bauphase 52. Hier sieht man natürlich auch wieder die ganzen Teile, die mit dabei sein werden. Und ja, wenn man umblättert, kommt man schon wieder auf der Montage, zur Montage der oberen Rahmen. Ne, also es geht mit den oberen Rahmen weiter, da haben wir jetzt diesen Ring jetzt mit dazu. Und dann geht es noch weiter mit Abdeckung der Zugangsröhre. Okay, die haben wir jetzt auch bekommen. So, blättern wir um, dann haben wir Behandlung der Oberfläche. Das ist natürlich wieder interessant. Wer den Millennium Falcon lackieren oder ja, lackieren möchte, der sollte sich das unbedingt durchlesen. Das sind wieder zwei schöne Seiten, um den detailgetreu halt nachzuempfinden. So, und das war's schon wieder von den Heft von der 52. Hier seht ihr nochmal, was alle Bauteile dieses Mal drin sind und die Bauteile im nächsten Heft. So, jetzt kommen wir mal zu den Bauteilen an sich. So, also die Tüte ist schon wieder weg, wie gewohnt. Hier ist noch so eine Klammer, die tun wir mal weg. Bip. So, also wir fangen mit dem größten Teil an und zwar ist es ja der Mittelring, ne? Den ich hoffentlich dieses Mal richtig erst einsetze, als wie zum letzten Mal. Wir werden sehen, also ziemlich schwer das Teil, ne? Natürlich aus Metall. So, wenn wir gleich mal bei Metall sind, haben wir ja hier noch ein Stück Rahmen. Das war mit dabei. Ja. Dann haben wir hier viele, viele schwarze Schrauben. Dann haben wir hier die kürzeren Messing farbenen Schrauben. Dann haben wir hier die längeren messingfarbenen Schrauben. Dann haben wir hier die silbernen Schrauben und hier haben wir wieder Magnete und die Stifte dazu. Ne? Also jede Menge Holz, obwohl es eigentlich kein Holz ist. Gut, weiter geht's. Hier haben wir ein Stück von der Rückverkleidung und zwar ist das hier die Zugangsröhre wahrscheinlich. Ja, würde schon sein. Ne? Und hier haben wir eher die dazugehörige Platte, die dann hier drauf gesetzt wird. Da werden wahrscheinlich dann die Stifte wieder und die Magnete wieder eingesetzt werden. Und natürlich haben wir noch jede Menge Anbauteile. Ja, mal sehen, ob wir die in dieser Ausgabe ranmachen dürfen. Aber ich glaube, so weit ich gesehen habe, nicht. Gut. So, also wie gesagt, das waren nochmal alle Teile, die in der Ausgabe mit dabei sind. Also kannst du dich sehen lassen, nicht schlecht. Gut, und jetzt gucken wir mal, was wir bauen können.
So, liebe Leute, also geht's mal los. Ich tue mal den Tisch zur Seite. Und ich habe den Ring. Mischen zurück. Denn wir brauchen nämlich wieder unseren Rahmen, unseren Metallrahmen, den wir hier so schön haben. So. Den brauchen wir als allererstes. Und. Nein, brauchen wir nicht. So. Und die drehen wir jetzt mal rum. Denn wir wollen erstmal, oder wir müssen erstmal dieses Teil hier, die TF16, schneiden wir auf. Ja, ist es. Das wird nämlich hier ran montiert. So. Und dann hat man hier wieder zwei Löcherchen, oder drei besser gesagt, und die kommen, da kommen erstmal drei schwarze Schrauben rein. Und das werden wir jetzt mal tun. Also. Schrauben vorbereiten. Ja. Folie jetzt mal runter. Ja. Ich werde wieder den pH0 Schraubenzieher nehmen. Und da geht's schon los. Also. So. Machen wir erstmal hier eine Schraube rein. Wenn es denn will. Ja. Sie will. Dann machen wir hier drüben eine Schraube rein. So. So. Und hier machen wir auch noch eine rein, die dritte. So, dann sieht es nämlich so aus. Hm? Gut, als nächstes kommt der Ring an. So, wir haben ja hier den Ring. Und der hat ja wieder so eine Einkerbung. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo die Einkerbung hin soll. Sie bestimmt hier hin, weil die hat man schon. So einen kleinen Mupfel, sag ich jetzt mal. Und da kommt dann wahrscheinlich die Einkerbung dann so rein. So. Mhm. Genau so sieht es dann aus. Und wir schrauben die mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schrauben. 10 schwarzen Schrauben fest. Und das werde ich jetzt mal tun. So sieht es dann aus. Ne? Alle Schrauben sind bis hierher drin. Ich zeige es nochmal von der anderen Seite. Sieht es so aus. Ne? Wunderbar. Gut. Das aber nicht genug. Denn wir machen ja noch hier diese Abdeckung der Zugangsröhre. Da machen wir nämlich noch diese Stifte rein und die Magnete. Die werde ich allerdings hier noch nicht grundieren bzw. selber lackieren, weil ich erstmal abwarten, ob man die dann am Schluss, wenn man das dann abdeckt, sieht oder nicht. Ne? Also da werde ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen, muss ich mal gucken. Ja, deswegen lasse ich die erstmal so, wie sie jetzt ist, und dann werden wir später schauen. So, was wir als nächstes brauchen, sind ist dieses Tütchen hier. Schnell auf. So, und da sind natürlich wieder zwei Magnete drin. Und zwei Stifte. Ah, wollen gar nicht so richtig aus dem Rand erwähnen. Bleib hier. Jetzt.
So, also, Stößen mal zeigen. Das sind die Magnete. Und das sind die Stifte. Stößen mal daneben. Spitzbisschen in der Hand. Ich hoffe, das ist okay so. Hier sind die zwei Stifte. So. Und die zwei Stifte werden dann halt hier reingeschoben. Da tun wir ein bisschen Kleber drauf. So. Und dann kommen die Stifte hier rein. Sehen, ob das mit meinen dicken Fingern geht. Ansonsten muss ich die Pinzette nehmen. Ach doch, das geht schon. So, zweite auch. Bisschen Kleber. Und den Stift dabei gemacht. So. So, drückst den Kleber unten durch, das macht nichts. Denn der Kleber, den tun wir auch gleich noch mit unten hin machen. So, so. Und den erstmal ein bisschen austrocknen lassen. So. Und das gleiche machen wir den Magneten auch. Also Kleber rein. Upsi. So. Dazwischen. Und auf der anderen Seite auch. So. Ups. Okay, sieht es dann so aus. So. Ja. Und das sieht so aus. Gut. Und das war's nämlich für diese Ausgabe schon wieder. Ne? Naja, ein bisschen was haben wir gemacht. Wunderbar. So, das kommt erstmal wieder mit zu den Akten. Und das brauchen wir wahrscheinlich dann in einer der nächsten Ausgaben. Gut. Ja, liebe Leute, das war die Ausgabe 52 von dem Bau, den mir dann gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben oder ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und schreibt mir ein bisschen was wieder in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis dann.